allgemein die ganze Politik, die jetzt so läuft, ist halt vielleicht auch nicht ganz so glücklich im Moment. Da hoffen wir, dass alles sich ein bisschen zum Besseren geht. Ansonsten. Welche Punkte würden Sie da ändern? Ja, naja, mit der ganzen Situation, mit den ganzen Einwanderern jetzt. Und dass da eben so wenig von der Politik eigentlich Thema gemacht wird und eigentlich das alles mehr so zur Seite geschoben wird. Das geht schon alles, wir schaffen es schon und so weiter, ne, diese Dinge. Im Moment eigentlich gar nichts, bis auf der Abstieg des SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga, ansonsten nichts. Mich beschäftigt immer mein Projekt, an dem ich arbeite. Vielleicht ist das was. Wir machen eine Beleuchtung in der Akademie der Künste und da müssen wir ganz schnell etwas finden und heute Abend müssen wir das zeigen. Also meine Schwester heiratet und das ist immer so ein Ding. Ich freue mich für sie, aber ich kann es immer nicht so ganz nachempfinden. Vielleicht, weil ich in Berlin wohne, keine Ahnung. Ja, das vielleicht. Das heißt, Sie möchten nicht heiraten? Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Ich weiß auch nicht. Manche heiraten nur aus Steuergründen und ja. Also ich finde halt, man braucht das vielleicht gar nicht, irgendwie das festzuschreiben, irgendwo, wenn man sich liebt. Ne? Ich finde das eher so ein Festnageln, wenn man sich nicht sicher ist. Ja. Und wie ist es bei jeder Schwester? Ich glaube, für die kam das einfach nie in Frage. Die ist halt so ein bisschen traditioneller als ich, glaube ich. Und für sie ist es halt einfach irgendwie ein Schritt mehr. Sie hat sich halt auch verlobt vorher, so ganz traditionell. Ich glaube, für sie ist es einfach ein Liebesbeweis, also so ganz, ja, traditionell halt.